Hallo, meine Bücher-Eulen, Bücher-Junkies und Leseratten. Ich habe heute wieder mal ein Post bekommen. Ja. Sag ich es mal so. Ja. Ich habe. Schau mal, oh, wie cool ist das denn? Ein Mann namens Ove, Roman ist das. Schau mal, ist der mega cool. Und er ist sehr, sehr witzig. Es ist da eingepackt, eingeschweißt und hier leider ist es ein wenig defekt von der Post. Ja, ich zeige euch mal, ich mache es mal auf. Schauen, ob mir das gelingt. Ja, ich halte es mal auf. So. Ja, es hat geklappt. Jetzt brauche ich noch meine Brille. Also ein Name, die Katze hier, schaut mal, ist das nicht witzig, die passt mit ihm auf. Ja, alle lieben Ove, die neue Nummer aus Schweden, witzig, rührend und krummlig, großartig. Ove ist der Nachbar aus der Hölle, jeden Morgen macht er seine Kontrolle und schreibt Falschparker, pardon, auf, räumt Fahrräder an ihren Platz. Und prüft die Mülltrennung, aber hinter seinem Gegrumm verbergen sich ein großes Herz und eine berührende Geschichte. Blö. Seit Oves geliebte Frau Sonja gestorben ist und man ihn vorzeitig in Rente geschickt hat, sieht er keinen Sinn mehr im Leben und trifft praktische Vorbereitungen zum Sterben. Doch dann zieht im Reihenhaus nebenan eine junge Familie ein, die als erstes Mal Oves Briefkasten umnietet. Eine Geschichte über Freundschaft, Liebe, das richtige Werkzeug und was sonst noch wirklich zählt im Leben. Dieses Buch ist einfach wunderbar und es gibt einem tatsächlich ein Stück Vertrauen in die Menschheit zurück. Es ist liebevoll und unglaublich komisch geschrieben. Mir läuft die Brille an und da sind jetzt wieder Leute gekommen. So, ich dachte, ich drehe es jetzt im Park ab und was ich noch sagen will, ich habe gestern schon ein Buch erhalten. Und an diesem Zettel hier, ich musste es wirklich abholen. Ja, und von dem her, eigentlich hätte es noch Platz gehabt, aber die auf der Post sagt, ja, dafür habe ich sie gesehen. Ist ja lustig. Ich glaube, ich muss so sein, ist besser. Ja, jetzt noch raffiniert und mollervoll und fesselnd, Ove, der unfreiwillige Vorstadtheld, in den sich schon Millionen Leser verliebt haben. Mit scharfem Blick, Einfühlsamkeit, Humor beleuchtet der Roman Themen wie Freundschaft, Trauer, Lebenslust und veränderte Männerbilder. Quelle liebevoll und unglaublich komisch, erzählt Frederik Backmann, wie schwer wir es mit der Welt haben und dass das einzige Mittel, der ist jetzt glaube ich ab, das einzige Mittel gegen das Unbekannte ist, es kennenzulernen. Backmanns Buch ist ein Schmelztiegel der Gefühle und ich musste laut lachen und auch ordentlich schlucken. Es ist einfach alles drin geschrieben wie ein kräftiger Strom. So, ja, und ich zeige euch jetzt mal, wer er ist. Und das ist er. Zur Wohnkamera. Mit seinem ersten Roman, ein Mann namens Ove, hat Fredrik Backmann Schweden und die ganze Welt erobert. Das Buch wurde zur Nummer 1 der schwedischen Bestsellerliste. Erscheint in über 30 Ländern und wird verfilmt. Fredrik wurde 1981 geboren, hat als Gabelstaplerfahrer und Kolumnist gearbeitet und wurde als Blogger bekannt. In seinem Blog schrieb er auch über einen Mann namens Ove, woraus die Idee zu einem Buch entstammt. Auch Frederiks zweiter Roman, Meine Oma lässt sich grüßen und sagt, es tut dir leid, ist schon ein Riesenerfolg bei den schwedischen Lesern. Der Autor lebt mit seiner Frau, seinen beiden kleinen Kindern in Solna bei Stockholm. Ja, so, das ist es, genau. So, Ove, ein Mann namens Ove mit der Katze. Einfach cool. Also, somit danke ich wirklich dem Verlag und dem Autor, ja, und dass ich mitlesen kann. Ja, jetzt habe ich viele Bücher zum Lesen, aber ich freue mich riesig darauf. Ich wollte es euch einfach noch zeigen und ja, bis bald.
Dann, ich schreibe danach noch eine Rezension darüber und ja, bis dann. Freut euch. Ja, ich auch. Ja, die Natur ist schön und es herbstet ja schon. Also, dann Bussi Baba, ciao und vielen herzlichen Dank an den Verlag und an den Autor Frederik Backmann. So, das ist es ja auch. Mal. Vielen Dank und bis später. Danke, danke von ganzem Herzen und ein schönes Weekend wünsche ich euch. Ich kann fast die Kamera nicht mehr halten. Also bis bald. Bussi Baba. Ciao. Macht's gut. So. Voilà. Bye, bye. Bye.